Mit Hingabe und Begeisterung spielen sie, wie über 4000 Blasmusiker aus Baden, Hessen und Rheinland-Pfalz. In 1000 Vereinen sind sie zusammengeschlossen. Ihre Dachorganisation ist der Bund Deutscher Volksmusikverbände. Weitere 2200 Vereine gibt es im Rheinland, Württemberg, Bayern und dem Saarland. Das Vermögen der 1000 Süd- und Südwestdeutschen Vereine beläuft sich auf rund 30 Millionen Mark. Davon allein 20 Millionen Mark für Instrumente. Dazu kommen noch Notenmaterial und Uniformbestand. Ob klein, ob groß, ob jung, ob alt, Volksmusiker sind Idealisten. 450.000 Mark geben Gemeinden, Landkreise und die Kultusminister den 1000 Vereinen. Sie brauchen aber 200.000 Mark für Steuern und Beiträge, 1,8 Millionen Mark für die Dirigenten, 50.000 Mark für Miete, Licht und Heizung in Proberäumen, 150.000 Mark für Musikliteratur und über 2 Millionen Mark für Reparatur und Anschaffung neuer Instrumente. Die fehlenden 4 Millionen Mark müssen sich nun diese 1000 Kapellen in jedem Jahr selbst dazu verdienen. Und das ist nicht so leicht. Die Volksmusiker sind also wirklich Idealisten. Und alle 5 Jahre trifft man sich zum großen Bundesmusikfest. In diesem Jahr in Offenburg. Fast 150 Kapellen nahmen am großen Pfingstfestzug durch die Stadt teil. Zuschauer spendeten nicht nur dem Blumenfestwagen viel Beifall. Sie klatschten auch mit im Rhythmus der Marschmusik. Dann zogen die Kapellen zur großen Kundgebung ins Stadion. Und mit Ludwig van Beethovens »Die Flamme lodert« wollten die Gesamtchöre ihr Können zeigen. In der allgemeinen Kritik zollte man den Jugendkapellen besondere Anerkennung. Bei ihnen sei vor allem die gute Disziplin aufgefallen. Man wies darauf hin, dass die Jugendkapellen durchweg gute Dirigenten hätten. Dagegen mache sich bei den anderen Kapellen oft noch ein Mangel an guten Chorleitern bemerkbar. Und vordringlich sei daher die Schulung von Dirigenten. Zurückbleiben für alle, die dabei waren, eine schöne Erinnerung und ein paar Bierflaschen.